Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Ich bin gerade dabei, mir eine neue Rüstung zu farmen, und zwar die Rathalos-Rüstung. Mir fehlen am häufigsten dafür noch Schuppen und einen Schwanz, habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich werde ihn bestimmt noch ein, zwei Mal machen müssen. Und am besten ist es, glaube ich, einfach ihn umzulegen, weil die Schuppen können auch ein Calf sein und auch ein Shiny Drop, wie ich gelesen habe. Also ich sollte auch die Shiny Drops auf jeden Fall mit aufnehmen. Deswegen machen wir uns jetzt direkt wieder an die Arbeit. Jawohl, mir gehen die Megatränke aus. Das ist nicht so schön, aber da muss es auch mit normalen Tränken gehen. Meine Lieferung von der Farm dauert, glaube ich, noch 5-6 Quests bestimmt von Honig. Essen sollte ich auch noch. Auf geht's. Doch, hier war richtig. Kollege fängt ja mal bei 10 an. So, da ist er. Und hier brauche ich auch definitiv den Kältetrank. Och, jetzt lass mich den noch mal in Ruhe zu mir nehmen. Es beginnt schon wieder wunderbar, dieser Kampf. Schon halb tot und ich habe noch nichts gemacht. Und bin schon betäubt. So, meine Hitzeverträglichkeit wurde erhöht. Ich kann mir direkt schon einen Heiltrank reinziehen. Wie ich im Moment in Masse habe, ist ja kein Thema. So, weiß. Nochmal weiß. Och Mann, ey, es läuft aber auch wirklich gerade überhaupt nicht. Es wird bestimmt super easy, ihm den Schwanz abzuschlagen, wo es ja gerade so optimal läuft hier. Ja, genau, und er vergiftet mich in der Luft. In der Luft. Ich bin schon stolz wie Oscar, dass ich meinen Treffer in der Luft lande, ja? Und er schafft es, mich dann noch in dem Moment zu vergiften. Das gibt's doch gar nicht. Zugegebenermaßen, ich könnte, wo ich Rathalos farm, auch einfach mal Gegengifte einpacken. Aber das wäre zu einfach. So, ich bin drauf mit einem Dreifach-Buff. Das ist doch schon mal wirklich gut, um den Schwanz zu bearbeiten.
So. Ich könnte ihn auch noch zweimal fangen, um seinen Schwanz zu bearbeiten. So natürlich nicht. So, jetzt hoffe ich nur, dass er jetzt nicht gerade am Gehen ist. Das wäre natürlich die Superkatastrophe. Komm mal her. Ich fürchte aber, er geht jetzt gerade, oder? Oder hat er sich nur eine kurze Verschnaufpause gegönnt? Komm her. Ach nein, er ist doch so schön hier rangelaufen. Nein! Oder ist er gegen eine Fallgrube immun? Also gegen die Giftfalle war er nicht immun. Aber es ist auch immer echt Panne, dass er auf meine kleinen Viecher da geht und nicht auf mich. So. Aber nein, sein Schwanz ist in der Erde. Das ist natürlich super ungünstig. Oh, cool. Noch dreimal den Schwanz getroffen. Und nochmal. Okay, ich hatte jetzt keinen Buff. Das war nicht so günstig gewesen. Naja. Ach, Junge, komm. Ich war kurz davor, es aufzuheben. Aber es ist natürlich nur eine Träne und keine Schuppe, die ich eigentlich brauche. Na gut, jetzt geht er, glaube ich. Ich werde nochmal die andere Falle probieren, aber ich glaube, dein Schwanz wird immer im Boden liegen. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Ah ne, bei der Falle nicht. Oh nein! Ich kann sie nur nicht richtig nutzen. Einerseits, weil ich gestört wurde und andererseits, weil ich auch keinen Buff hatte. Ja, vergiftet, prima. Unverbrannt, jetzt sollte ich mich gleich mal wieder heilen. Thank you.
Ach komm. Naja, immerhin hat er nicht mitgeschleudert. Komm, ich brauche einmal noch deinen Schwanz. Wo ist er? Da. Oh, sauber, der Schwanz ist ab. Was will man mehr? Ich kann mir vorstellen, dass er das nicht so witzig findet. Ich habe eine Schuppe erhalten aus dem Schwanz. Das ist auch gut. Und ich hoffe, das ist nochmal ein Schwanz. Nee, noch eine Schuppe. Oh Mann. Dann hoffe ich mal auf den Schwanz als Belohnung, aber... Gucken. Ach ey, jetzt haut mich auch noch dieses Wildschwein hier um. Da könnte ich ja ausflippen, ja? Ne, mehr Calves sind tatsächlich nicht drin. Oh, komm, noch eine Falle. Gehst du da rein, bitte? Das wäre so großartig. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, eigentlich meinen Dreifach-Buff hier wieder komplett zu verwarten. Komm her. Nö. Macht er natürlich nicht herkommen. Dann kriegt er jetzt so eine Ansage. Ich auch. Natürlich. Jetzt sag nicht, jetzt ist noch genau in dem Moment der Ball ausgelaufen. Aber er ist gerade nach oben weg. Aber ich vermute entweder 7 oder 6. Aber der Ball ist mir auch noch nie ausgelaufen hier. Und der Kältetrank ist noch nicht mal durch, oder? Ist er durch? Na. Wenn man gerade drüber spricht. Jetzt kriegt er natürlich nochmal ein Feuerbällchen raus, ja? So, jetzt aber Buff bitte. Gelb, okay. Weiß, okay. Und rot. Ich wollte gerade sagen, gefühlt wird er aber deutlich handzahmer, sobald er seinen Schwanz verliert. Aber jetzt haut er doch nochmal so ein bisschen raus. So. Klar.
Und da humpelt er weg. Sauber. Darf ich davon ausgehen, dass er wieder zur 8 fliehen möchte? Jo, natürlich. Da schläft mein Freund. Und er brüllt natürlich noch einmal auf. Ja, prima. So, eigentlich müsste jedoch jetzt langsamer Ende sein. Ich hätte jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass ich ihm mit dem Schlag dann doch den Gar aussetze, aber vorhin hat er super wenig Leben gehabt, als er hier gelandet ist. Ach, okay, jetzt muss ich noch einmal hier anhauchen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich in der Belohnung einen Schwanz bekomme, ansonsten muss ich ihm nochmal einen Schwanz abhauen und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf. Immerhin noch mal eine Schuppe dabei gewesen. So, Panzer, Panzer, Monsterknochen, Gewebe, Platte, Panzer. Ja, ich glaube, das war jetzt gar nicht mal. So erfolgreich für mich gewesen. Das heißt, ich muss mich tatsächlich nochmal um den Schwanz kümmern. Und es war noch ein kleinerer Rathalos als beim letzten Mal. Oh Mann, oh Mann. Jo. So, Arme und Beine fehlten mir noch, ja. Armschienen, genau, da fehlt mir noch der Schwanz für. Aber die Rathalos Beinschienen kann ich machen. So, jetzt habe ich 4 Teile zusammen, das heißt. Ja, mir fehlen nur noch die Armschienen. Ich guck mal, was ich mit 4 Teilen an eventuell schon für
für Effekte bekomme. So, wo ist der Status? Da. Ja, eigentlich gar keinen. Dann doch lieber wieder zurück. Falscher Schalter. So, ja gut, dann gehen wir nochmal Rathalos an und nochmal auf seinen Schwanz. Das ärgert mich ja schon so ein bisschen, aber ich kann ja leider nichts dran ändern. Juhu, ein Angelskill wurde aktiviert. Mit viel Glück könnte es das letzte Mal sein, aber ich glaube nicht so recht dran. Weil wann hat man in diesem Spiel schon mal viel Glück? So, pack. Den habe ich, cool, den erste Kinsekt habe ich tatsächlich geschafft, an ihm vorbeizuschießen, obwohl ich direkt davor stand. Da liegt er auch schon wieder zum ersten Mal. Das erste Mal geht ja immer super schnell. Zieh durch! Das war doch schon mal ganz okay. So, die Schockfalle ist auch relativ hilfreich. Ach, jetzt lass mich doch mal meine Schockfalle legen. Ey, das gibt's doch nicht. Lässt du mich jetzt verdammt nochmal irgendwo... Klar, und jetzt rennt er wahrscheinlich rein. Jetzt das einzige Mal, wo er nicht reinrennen soll. Nee, doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht.
So, kommst du jetzt vielleicht doch mal hier hin? Natürlich nicht. Zumindest nicht in einer Art und Weise, wie ich es gerne hätte. Hierhin. Ach komm, ey. Da könnte ich ja schon wieder ausrasten, dass er nicht in die verdammte Falle reingeht. Boah. Sag mal. Er rennt bis einen Millimeter davor, aber den letzten Millimeter, um doch mal reinzurennen, den macht er nicht. Danke. Naja. Waren jetzt auch nicht so viele Schläge, aber gut, besser als nichts. Wenn man den Schwanz braucht. Ach komm schon. Ey, ich flipp aus. Wie kann ich denn hier durchgehend nur auf die Fresse kriegen? So, wo wieder hin? Das ist auch immer geil, ne? Ihr schafft ungefähr eine Mikrosekunde, bevor das Insekt ihn trifft, dann doch nochmal in die Luft zu gehen. Ich höre eine Falle. Wo ist sie? Er liegt drin, aber leider nicht so, dass ich irgendwas mit seinem Schwanz anfangen könnte. Naja, dann nutze ich die Zeit trotzdem oder die Gelegenheit, um ein bisschen Schaden zu machen. So, Flügel ist kaputt. Oh nein, und ich treffe seinen Schwanz nicht. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Oh, Junge. Ey, ist das schlecht, ja?
Ich brenne mal wieder, juhu. Ich weiß überhaupt nicht, ich komme an seinen Schwanz überhaupt nicht dran. Letztes Mal war das auch nicht das Riesenproblem gewesen. Ich verstehe es nicht. Manchmal ist es alles relativ easy und beim nächsten Mal wurstet man sich einen zurecht und kommt nicht zur Potte. Oh Mann, ey. Ach, ey, wie er es immer wieder schafft. Prima, auch den habe ich verschossen. Boah, das ist der schlechteste Kampf aller Zeiten. Ich brenne mal wieder. Ja, die Wirkung des Kälteeffekts ist natürlich auch vorbei. Gefühlt ist sie vorbei und ich habe noch nichts gemacht. Warum rolle ich ihm entgegen und nicht zur Seite? Wow, ich habe den Schwanz noch dreimal getroffen und er ist vom Himmel gefallen und ich stehe direkt an seinem Schwanz. Das kann ich ja kaum glauben. Ich ernsthaft? Ich hole eine Wyvern-Träne aus seinem Schwanz? Ey, und... ich krieg einfach keinen Schwanz, da könnte ich auch schon wieder brechen. Jetzt sterbe ich. So, noch einmal gucken. Aber ich gehe davon aus, das Ding hier ist leer, ja. Oh Mann, ey, wenn ich als Belohnung auch keinen Schwanz kriege, ist das echt bitter. Zweimal den Schwanz abgehauen und nicht einmal den Schwanz selbst drin gehabt. Ich habe nur noch zwei Tränke, aber es ist nicht so schlimm. Zur Not hole ich mir noch welche aus der Bonustruhe, wenn ich drauf gehe. Da sind ja gerade auch nochmal Nebenquest-Belohnungen aufgeploppt. Aber ich habe ja die vage Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Aber man wird sehen.
Oh, so schön ruhig wäre hier steht, hätte ich ihn auch nochmal auf den Kopf hauen können. So, er humpelt weg. Wäre ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn er nicht in Gebiet 8 geflogen wäre. Aber glaub nicht, dass du dich hier gemütlich hinlegen könntest zum Schlafen, mein Freund. Ja, er bricht mir natürlich meinen Skill mit seinem verdammten Schrei ab. Das gibt's doch gar nicht. So. Meine Fresse, war das ein schlechter Kampf. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wenigstens in der Belohnung noch der Drachenschwanz, der Rathauler Schwanz drin ist. Aber ich fürchte es ja fast nicht. Natürlich nicht. Mark ist immer dabei, ja, aber der Schwanz selber nicht. Was haben wir denn da? Normal S plus 1 und Katapult. Soll ich hier nochmal eben gucken, ob ich die Armschienen herstellen kann, ob ich irgendwas übersehen habe? Soll ja auch schon mal vorkommen. Aber ich denke eigentlich fast nicht. Nee, dich meinte ich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe alles bis auf den Schwanz. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir ihn noch mindestens einmal farmen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.